Was haben Sie? Guten Tag, meine lieben Sherlock Holmes-Freunde. Seid mir ganz recht herzlich willkommen hier im wunderschönen St. James Park. Wir hatten das letztes Mal hier den guten Mr. Fanshawe ausfindig gemacht und den Hodgkins hier mit seiner Mütze da weggelockt. Und jetzt mal gucken, was der gute Sir Avery so zu verkaufen hat. Okay, der will gar nicht verkaufen. Können wir denn dem guten Mann das geben? Wir geben jetzt mal hier Sir Avery die super Mischung, ne, von Birdie da vorne, ne, und mal gucken, ob er da irgendwie ein bisschen gesprächiger wird, liebe Leute. Bitte sehr. Ah, da kommen sie alle, angeflogen. Kommt ein Vogel geflogen, setz dich nieder beim Sir Avery. So. Okay, pass mal auf, Sir Avery, da hat's ein paar Probleme gegeben. Mycroft wurde bei dem Zwischenfall verletzt, der den Diogenes Club in Schutt und Asche gelegt hat. Sie sind der Bruder von Holmes. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Habe gehört, er kommt wieder auf die Beine. Die Explosion ist eine verdammt lästige Sache. Wo soll man denn jetzt sein Nickerchen machen? Das ist wahr, ne? Wenn du nichts mehr zu pennen hast, dann hast du ein leichtes Problem. So, pass mal auf hier. Das war aber noch nicht alles. Ein paar Fragen. Genau, wir hätten ein paar Fragen, Junge. Ich habe ein paar Fragen zur Untersuchung des Formeldiebstahls. Ja. Verdammte Ausschusssitzungen. Unerträglich langweilig. Formeldiebstahl, dass ich nicht lache. Aus diesem Saal verschwinden dauernd irgendwelche Sachen und tauchen wieder auf. Und selbst wenn sie gestohlen worden sind, was soll's? Dieses Gerede vom technologischen Vorsprung ist doch militärischer Unsinn. Das zumindest habe ich in meinem Leben gelernt. Die Menschen sind wichtig. Ausschüsse sind nutzlos. Ich bin ein alter Mann. Ich habe nicht mehr unbegrenzt viel Zeit. Geht alles von meinen Parkbesuchen ab. Haben Sie darum für eine Einstellung der Untersuchung gestimmt? Und wenn es so wäre, die Vögel brauchen mich. Und ich sie, schätze ich. Ich habe 100-mal erlebt, wie solche Sonderanhörungen im Sande verlaufen sind. Dieses eine Mal könnten Sie sich täuschen. Naja, wir kennen seine Frau, also da würde ich den Park wahrscheinlich auch vorziehen. Wer erinnert sich an die gute Dizzy Lady da? Das ist Lady Fanshawe, ne? Und pass mal auf Sir Avery, das ist Erinnern Sie sich noch, wer den Antrag gestellt hat, die Untersuchung einzustellen? Silverbridge, glaube ich. Oder Lawton. Ich habe sie unterstützt, sah keinen Beweis für einen Diebstahl. Holmes war ganz aus dem Häuschen wegen dieser Entscheidung. Sehr aufgebracht. Ich würde ihm ja im Club einen großen Brandy ausgeben, die Sache bereinigen, wenn es noch einen Club gäbe. Naja, den gibt's jetzt nicht mehr, liebe Leute, das ist wohl wahr. Wären Sie überrascht, wenn ich Ihnen sagte, dass Thomas Pratt ermordet worden ist? Zu den Schwächen des Alters gehört auch, dass man die Fähigkeit verliert, überrascht zu werden. Wissen Sie, warum er getötet worden ist? Wir glauben, dass er direkt beteiligt war am Verschwinden der Formel. Wirklich? Da könnten Sie recht haben, vermute ich. Er könnte sie genommen haben. Tut mir leid für ihn. Er war ein Buch mit 7 Siegeln. Verschlossener Typ. Hat seine Familie früh verloren. Seine Freunde später auch. Und nun hat er sogar das Leben verloren. Und wofür? Vielleicht habe ich schon zu lange gelebt, Mr. Holmes. Die Welt ist fremd und hart geworden und hat mich überholt. So geht's, glaube ich, den Alten immer, ne? Das heißt, die Welt wird immer irgendwie die Alten überholen. Das ist leider so. Sonst noch was zu verkaufen, Sir Avery Fanshawe? Sir Avery, wo finden wir die Putzfrau, die für den Lesesaal zuständig ist, Mrs. Ratchet? Was wollen Sie von ihr? Nur ein paar Auskünfte. Wunderbare Frau. Zuverlässig nett. Hat schon vorher im Ministerium gearbeitet. Ein wenig zu emanzipiert, habe ich gehört, als ob das was ausmachte. Sie lebt östlich vom Spitalfields-Markt. Die Adresse kenne ich nicht. Schlimmer Ort. Hodgkins und ich haben sie abends mal nach Hause gebracht. Höchst unangenehm. Wenn Sie sie finden, dürfte sie ziemlich verschlossen sein. Benutzen Sie ruhig meinen Namen. Das machen wir, Sir Avery. Das kriegen wir hin. Spitalfield, okay. Watson, wir müssen nach Spitalfield. Das soll eine ziemlich schräge Gegend sein, mein Freund. Okay. Aber ist der Park nicht wunderschön, liebe Leute? Wow.
Mycroft hätte seiner Zusammenfassung Anmerkungen hinzufügen sollen. Ich glaube nicht, dass Fanshawe beteiligt ist. Das ist doch bestimmt nur geraten. Mycroft verdächtigte alle Ausschussmitglieder. Nein, ich glaube nicht, dass er je gedacht hat, alle Mitglieder wären materiell beteiligt. Er deutete an, dass alle verdächtig wären, bis sie von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden könnten. Durch Beobachtung habe ich nun Fanshawe gestrichen. Er hat sich fast völlig in eine eigene Welt zurückgezogen und interessiert sich für keine andere. Es ist keine unattraktive Welt. Denken Sie an Plato. Sokrates sagt, das unerforschte Leben sei es nicht wert, gelebt zu werden. Plato war jünger und unerfahrener als Sir Avery. Sokrates übrigens genauso. Und keiner von beiden kannte Lady Fanshawe. Das ist auf jeden Fall das schlagende Argument. Lady Fanshawe. Ja, ich weiß auch nicht, warum das wieder so knackt, meine lieben Leute. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder. Das kommt immer irgendwie, wenn ich die Aufnahme anfange. So, Birdie, mein Freund, hast du noch irgendwas zu verkaufen hier? Denn wo ist denn der Hodgkins? Wo rennt denn der Hodgkins? Ah, da hinten rennt er. Da, seht ihr, da hinten rennt er, den guten alten Fred hinterher. So, ne? Ja, da läuft er, ne? Ist ganz versessen auf seine Mütze, ne? Meine Mütze lasse ich mir auch nicht gerne klauen, bin ich ehrlich, ne? So, dann würde ich sagen, ja, dann gehen wir mal wieder raus aus dem Bums hier. Und vermutlich können wir jetzt sogar schon zum Spittlefield, glaube ich wenigstens. Ich weiß es nicht ganz genau. Verteidigungsministerium. So. Ja, hier ruckelt da wieder ein bisschen. Ah, was haben wir da? Haben wir da irgendwas Neues? Ah, seht mal hier, Spittlefields. Ich würde sagen, liebe Leute, wir gehen jetzt mal nach Spittlefields. Bitte sehr. Von Houndstitch bis Hansbury. Hunbury Street zwischen Whitechapel und Bethnal Green kann man jede Art von Elend beobachten. Spitalfield ist der berüchtigste Nährbogen der zivilisierten Welt für grässliche Seuchen und ebenso schreckliche Geschehnisse. Da oben hängt Knochenmann. Okay. Retten Sie Ihr Leben, Mister. Ich bin weit über die Depression hinaus. Es gibt noch nichts Traurigeres wie eine leere Ginflasche, was? Euer Ehren, füllen Sie nach. Ich betreibe die Depression hinaus. Es ist betrunkener. Gucken wir uns mal an. Ich suche eine Familie namens Ratchet. Kennen Sie die? Natürlich. Die haben einen Palast drüben im Westen. Wie wär's jetzt mit dem Trinken? Wo gibt's wohl auch bekommen? Ich glaube, Sie haben schon genug bekommen. Sie können kaum noch stehen. Was beweist, dass ich noch nicht annähernd genug habe? Ja, harte Zeiten, ne? Wenn Sie mir die Adresse der Ratchets geben, können wir eine Abmachung treffen. Was sind Sie? Ein Eintreiber? Prediger? Ein Bulle? Sie bekommen nichts. Ich will nur mit der Frau sprechen. Mit Leuten wie Ihnen zu reden bringt nur Ärger. Hauen Sie ab. Ja, so besoffen ist er wirklich noch nicht. Also das hat er auf jeden Fall gemuckert, ne? Dass das ist irgendwie das, Watson, hier sieht's aber ganz schön schäbig aus. Was halten Sie vom dunklen East End, Doktor? Sie überraschen mich, Holmes. Sie verlangen eine Schlussfolgerung aufgrund minimaler Hinweise. Ich müsste mich auf Allgemeinplätze beschränken. Fragen Sie mich nochmal, wenn ich mich umgesehen habe. Schätze, das habe ich wohl verdient. Watson kennt sich aus. Die direkte Methode war ein Fehlschlag. Wir brauchen etwas Diskreteres. Vielleicht, aber meine Hoffnungen sind nicht sehr groß. Knapp übermikroskopisch. Aus gutem Grund. Man vertraut uns nicht. Wir sind anders. Und anders, das bedeutet für die hier feindlich. Oder zumindest jemand, vor dem man auf der Hut sein muss. Okay. Sonst noch was, Watson, oder was das? Okay, was haben wir hier? Betrunken haben wir uns schon angeguckt. Pfandhaus. Ah. Das sollst du und der riesige Schloss lassen vermuten, dass dieser Laden geschlossen ist. Okay. Da oben hängt der Knochenmann, da ist eine Laterne. Gehen wir mal weiter. Hier geht's, glaube ich, zurück. Ne? Yep, Ausgang zur Stadt wollen wir erstmal nicht. Wir sind ja gerade angekommen. Ne? Was haben wir hier? Phrenologist. Aha. Na Jungs, will euch einen Penny verdienen oder so? Oh, da kommt Watson hinterher. Man muss nochmal klicken, komm. Jungs, hier gibt's ein bisschen Kohle, ne? Könnt ihr gebrauchen, bestimmt. Ihr seht so aus. Wisst ihr, wo die Ratchets... Ja, hast du gerade gesagt, zu direkt ist scheiße. Wisst ihr, wo die Ratchets wohnen? Vielleicht, aber im Leben ist nichts umsonst, Chefchen. Chefchen.
Im Leben ist nix umsonst, Chefchen. Na gut, pass mal auf irgendwie, ne? Wir haben ein bisschen was dabei an Geld, ne? Einen Knopf wollen sie wahrscheinlich weniger haben, ne? Würde ich sagen, hier, pass mal auf. Zack, geben hier, Junge. Hassen. Was weiß ich was, ne? Chefchen hat er so schön gesagt, ne? Bing. Ja, Junge, was jetzt, wo die Ratchets wohnen, oder was? Die Adresse der Ratchets, wie lautet die? Kann ich nicht sagen. Kannst nicht oder willst nicht? Ist doch kein Unterschied, oder? Versuchen Sie es beim Schleifer. Danke für einen Sixpence. Es war mir eine Lehre. Ja, die Jungs sind von allen Wassern gewaschen, ne? Ist doch egal, ne? Hat er recht, ne? Ist auch egal. Sonst kommen sie mit Dicks und Ich würde für genaue Informationen über die Ratchets zahlen. Nicht so viel wie ich, wenn ich sie Ihnen geben würde. Gehen Sie weiter, solange Sie noch alle Knochen und Geldscheine besitzen. Was sind die, der Clown? Ein Penny für einen armen Jungen, Chef. Noch besser drei. Irgendwelche Aufträge zu erledigen? Du hast gerade einen Sixpence gekriegt, weiß zwar nicht, wie viel das ist, aber Watson. Und wie ist Ihr Eindruck vom East End, Doktor? Dass die größte Nation der Erde so eine Gesellschaft von bedauernswerten Waisen, Alkoholikern und Prostituierten direkt an ihrem Herzen nährt, ist ein Skandal. Ein lebendig gewordener Albtraum. Und die Gesellschaft ignoriert oder leugnet ihr schlimmes Geschwür. Ich schäme mich. Wir sollten es besser machen. Wir sollten besser sein. Sie könnten es nicht treffender ausdrücken, selbst wenn Sie Ihr gesamtes Leben hier verbracht hätten. Was haben wir denn hier? Türe? Ein handgeschriebenes Schild verkündet die Anwesenheit eines Dr. Professor T. Tottmann. Phrenologe. Mehrere Schreibfehler im Untertitel wecken nicht gerade großes Vertrauen in die Fähigkeit dieses Spezialisten. Eines Dr. Professor. Heißt es nicht Professor Doktor? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ne, es ist ein Tottmann. Es ist eine Türe. Okay. Sollen wir da mal rein in den Bums oder gucken wir uns erst? Wir gucken uns erstmal weiter um. Also die Jungs hier haben nichts zu verkaufen, ne? Ach, da kommt das Geräusch her. Okay, das ist der Kesselflicker. Ja, der flickt vielleicht ein paar Kessel für uns, ne? Wir brauchen Informationen, hä? Der Kesselflicker hat eine Kette an dem Schleifstein befestigt. Der alte Mann tritt das Pedal und treibt so das Rad an. Mit dem Messer und Scheren schärft und Kessel repariert. Kesselflicker? Hör mal. Kennen Sie eine Familie namens Ratchet? Ich bin Scherenschleifer, kein Bulle. Ich arbeite ehrlich. Da bin ich sicher. Ich möchte nur wissen, ob Sie eine Kundin namens Mrs. Ratchet haben. Schwer zu sagen. Ist sie stolz auf ihre Scheren und Messer? Hält sie schön scharf und sauber? Woher soll ich das wissen? Naja, wenn nicht, dann würde sie mich ja nicht interessieren, oder? Nicht sehr wahrscheinlich, dass ich sie kenne. Mrs. Ratchet ist in den besten Jahren. Sieht gut aus. Sie kneift die Augen etwas zusammen. Hilft das? Das ist nicht allzu viel. Wenn Sie hier aus der Gegend sind, könnten Sie es mal beim Kaufmann in der Ecke versuchen. Hey. Das ist aber nicht die reichste Gegend, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Arbeit ist da, wo man sie findet. Alle Geschöpfe Gottes wollen scharfe Messer. Selbst Abschaum wie Jack the Ripper weiß gut geschliffenes Arbeitszeug zu schätzen. Wohl wahr, der kann's ja auch gebrauchen. Okay. Wollen wir hier nochmal gucken? Oh, was haben wir da? Na, Ladies, alles easy hier. Das ist ein paar Nutten hier. Prostituierte. Das sind Prostituierte. Den gibt's doch bei Dieter Krebs irgendwie, ne? Das sind Prostituierte. Na, wenn da nicht mal ein paar Nutten bei sind. Komm, wir quatschen die gute Dame mal an. Na, Schwester, wie sieht's mal was aus? Anderes, Liebchen? Aber immer. Ich kenne Jungs wie dich. Böse Jungs. Ich weiß, was du suchst. Kleiner Ritt in die Wildnis, habe ich recht? Klar hab ich. Naja, das war ein ziemlich eindeutiges Angebot, ne? Hier, ich suche eine Frau, ja. Ich meine, die Frau steht vor dir, aber... Ich suche nach einer Frau namens Agnes Ratchet. Können Sie mir helfen? Vergiss sie, Schatz. Lass doch einfach deinen Freund hier und komm mit um die Ecke. Ich bin sicher, das wäre höchst interessant. Aber ich bin geschäftlich hier, nicht zum Vergnügen. Du bist was? Denkst du, ich stehe hier meiner Gesundheit zuliebe? Verzieh dich! Ja, da sind sie sehr direkt, ne? Willkommen hier. Ich möchte mich entschuldigen, ich wollte Sie nicht beleidigen. Kennen Sie eine Mrs. Ratchet? Gesprochen wie ein Gentleman. Aber ich kenne sie nicht, Liebling.
benutzt sie vielleicht einen anderen Namen. Die, wo ihren Namen nicht ändern, weil sie sich schämen oder um den Bullen zu entwischen, benutzen oft Spitznamen, um ihre Ware anzupreisen. Verstehst du? Verstehe ich. Aber Mrs. Ratchet ist keine, ich glaube, sie wohnt nur hier in der Ecke. Ich bin nicht von hier. Ich kenne die Eingeborenen nicht, zumindest nicht vom Namen. Und die kennen mich nicht, wenn man es so nennt. Tut mir leid. Vielen Dank, Sie waren sehr nett. Kann ich irgendwas für Sie tun? Geh einfach weiter, Süßer. Wer nicht kauft, hält nur das Geschäft auf. Und wer nicht spielt, hört einfach auf zu spielen, hält das Spiel an. Denn, Leute, es ist die, das Ende der Folge erreicht, ne? Und das ist ja alles ganz fürchterlich hier, die kurzen, Scheren für Nutten und hier, die sieht jenseits von gut und böse aus. Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne. Lebt und haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spiel-Holmes-Kind 45 Watson Prostituierte.